Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Party DS. In den letzten 5 Runden von dieser 30-ründigen Party in Wicklers Gartenlaube hat sich das Blatt hier in Wicklers Gartenlaube gewendet, haha. Denn ich war eigentlich ziemlich komfortabel vorne und jetzt führt plötzlich Luigi, weil er einfach so voll viele Sterne hinterhergeworfen bekommen hat. Viele Münzen kriegt er auch noch hinterhergeworfen und auch coole Items und ich habe irgendwie aktuell gar nichts mehr. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen aufholen und erstmal hochwürfeln. Das war sehr wichtig, sehr gut, damit ich schnell wieder zum Itemladen hinkomme und ich mir dann dort wieder schicke neue Items kaufen kann. Das ist aktuell mein oberstes Ziel. Deswegen definitiv nach links und hoffen, dass gleich Sternröhren angeboten werden. Ich bin mir da nie ganz sicher, ob das auch von der Platzierung abhängt oder ob das random. Ich glaube, es ist auch ein bisschen random, welche halt kommen. Ich hoffe, dass Sternröhren eben angeboten werden und dass ich die dann ausnutzen kann. Und Luigi, es sind auch überall Trickfelder von Luigi. Das ist auch richtig krass. Also es kann auch noch sein, dass er durch Trickfelder einfach voll viele Sterne bekommt, wenn da jemand drauf landet. Ich habe ja auch ein Sterntrickfeld, ein einziges, wo ich auch hoffe, dass da irgendjemand drauf landet. Okay, ich habe ja keins. Von Luigi ist gut. Ich meine, besser als nichts natürlich. Dreimal Block wäre mir lieber gewesen, wenn den Mario bekommen hätte. Aber immerhin hat Luigi ein bisschen weniger Items. Auch nicht schlecht. Und auch Mario würfelt hoch und hat nicht genügend Geld leider für einen Stern. Mhm. Das sah auch mal ganz anders aus, ne? Nur vor 10 Runden oder so hatte Mario am meisten Münzen, mit Abstand sogar von allen. Jetzt hat er irgendwie am wenigsten. Nein, nicht wieder ein Kampf-Minispiel! Nein, das hat beim letzten Mal alles ruiniert. Damit hat es so ein bisschen angefangen, dass alles schiefgegangen ist. Das kam, glaube ich, auch in den letzten 5 Runden, weil da das Glücks-Minispiel kam. Das kommt jetzt wenigstens nicht mehr, hoffe ich mal. Und es werden wieder sehr viele Münzen gesetzt, oder? Was? 42 von jedem? Was ist das eigentlich? Sind die verrückt? Ich hab exakt 42. Jetzt sind einfach 137 Münzen in dem Pot. Und ich bin vor dem Itemladen, ne? Also ich muss das jetzt gewinnen, damit ich mir dann was Cooles kaufen kann. Ich muss. Es geht nicht anders. Okay, immerhin kein Glücksminispiel. Sternschnapper wäre gut, komm. Ja. Ich glaube, das werde ich sogar jetzt ausnahmsweise mal üben. Weil das ist so wichtig, dieses Minispiel jetzt. Ich meine, wir kennen ja alle schon. Und das ist auch ziemlich cool, das Minispiel. Und auch fair und so. Und ich finde es auch nice eben, aber es halt kann halt auch was schief gehen. Es kann ja auch sein, dass hier mehr Leute überleben, dass ich nicht der alleinige Gewinner bin. Aber solange ich überlebe, würde ich viele Münzen bekommen und hätte dann genügend Kohle für den Itemladen. Ich muss ja auch immer schön schnell mashen. Man kann ja auch auf die Karte oben ein bisschen schauen, aber die ist halt nicht so ganz... Ja, schon hätte ich verloren. Die ist halt nicht so ganz repräsentativ, weil das halt schwierig ist, den 3D-Bereich. Eigentlich ist ja auch nur eine 2D-Ebene, aber es ist halt eine andere Perspektive. Deswegen ist es nicht so einfach, das da darzustellen. Also ich will mal nochmal üben, sorry. Aber das ist so wichtig, das Minispiel. Und ich will die 30-ründige Party gewinnen. Wenn ich die verliere am Ende, das wäre ja so bitter. Ich will mal kurz verstehen, wie das da oben funktioniert, die Karte, damit ich mich da ein bisschen mehr drauf verlassen kann. Wenn ich rechts oben bin, dann bin ich auch auf der Karte rechts. Wenn ich jetzt nach links rüberschwimme, aber oben bleibe, dann gehe ich auch nach links. Und unten und oben hat quasi... Okay, also die unten-oben-Ausrichtung ist quasi egal. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Aber die Links-Rechts-Ausrichtung ist quasi gleich. Okay. Und dadurch kann ich halt ein bisschen vorhersehen, wo Cheat-Cheats sind und wo keine sind. Okay, verstanden. Okay, passt. Oh nee. Oh, ich will nicht. Das ist jetzt echt eine riesengroße Anspannung. Okay, let's go. Eieiei. Ich bin nervös. Warum muss denn da so viel gesetzt werden bei Kampf-Minispielen? Das ist doch verrückt. Das ist richtig verrückt. Wenn vor allem die anderen Spieler mir halt... Ja, cool. Was ist das denn? Yes! Oh mein Gott! Habe ich jetzt gewonnen? Das zählt als gewonnen, oder? Yes! Oh mein Gott, was war das denn? Oh mein Gott, noch chaotischer geht's ja einfach nicht. Der ist einfach direkt unter mir aufgetaucht. Aber ich konnte irgendwie mit dem Strudel so mitschwimmen oder so und bin dann gerade so entkommen. Aber ich bin ja trotzdem quasi direkt erwischt worden. Aber die anderen einfach alle vor mir. Wie geil ist das denn? Oh, yeah. Oh mein Gott. Da habe ich Glück gehabt. Am Anfang war es ja Pech, dass der genau unter mir kam, natürlich, der eine, und ich da kaum mehr ausweichen konnte. Weil wenn die kommen, dann bewegen die sich ja auch noch. Und der hat sich auch noch genau in meine Richtung bewegt. Also ich habe dann nicht mehr wirklich viel machen können. Ich habe halt nur noch versuchen können, eben mit dem Strudel quasi mitzuschwimmen und dann so etwas länger zu überleben. Und das hat dann gereicht, zum Glück. Das war so wichtig. Und auch so lucky. Gebe ich zu. Okay, sehr gut.
So, ich habe einen 20-Münzen-Trick. Ich habe so viel Kohle, ich will mich komplett voll kaufen im Shop. Deswegen werde ich das mal einsetzen. Genau, ich überdecke das von Luigi. Das war, glaube ich, ein Stern-Trickfeld, meine ich das hier. Ja, also mir geht es nicht darum, dass da jemand drauf landet auf meinem. Das ist mir ziemlich egal eigentlich. Also, wäre natürlich nicht schlecht, aber ich würde ja nur Münzen bekommen. Aber es geht vor allem darum, dass nicht Luigi mehr Sterne bekommt. Ja, weg damit. Okay. Ich habe immer noch Herzklopfen von dem Minispiel gerade eben. Arg viel spannender kann man das dann und verrückter kann man das dann nicht mehr machen. So, jetzt bitte Gold rühren, komm. Yes! Yes, 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 yes. Okay, das ist so wichtig. So, jetzt ist die Frage. Also, ich meine, offensichtlich eine. Offensichtlich zwei. Will ich auch offensichtlich drei haben? Ist jetzt die Frage. Oder will ich mir stattdessen einen Dreifachwürfel oder sowas zum Beispiel holen? Das wäre ja auch nicht schlecht. Weil wenn ich halt mir noch eine dritte hole, das könnte ich mir aktuell nicht leisten. Weil ich meine, ein Dreifachblock ist halt auch oftmals ein sicherer Stern irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das Brett ist nicht so riesengroß und wenn der Stern halt so 15 Felder von mir weg ist, dann kann ich halt auch einfach durch einen Dreimalblock den bekommen. Und ich würde halt ein paar Münzen dann sparen. Und ich könnte halt auch einfach auch weit ziehen und so. Also, so habe ich halt ein bisschen mehr Möglichkeiten, wisst ihr? Weil wenn ich einfach nur dreimal dasselbe Item habe, habe ich halt weniger Möglichkeiten. Weil wenn halt der Stern so halbwegs vor mir auftaucht, könnte ich halt stattdessen auch einfach den Dreimalblock benutzen. Ja, ich meine, ich könnte aber auch normal würfeln und mir die Sternröhren dann einfach aufheben. Dafür, wenn der Stern mal weit weg ist von mir. Ja, eigentlich sind Sternröhren schon besser. 8 Münzen mehr. Nehme ich da auch in Kauf? Doch, ich mach das, ja. Die sind so gut. Und dadurch habe ich noch Chancen, dann vor Luigi zu kommen. Okay, passt. Boah, das war so wichtig, das Kampf in die Spiel zu gewinnen. Das war so wichtig. Und so chaotisch. So, nein. Oh. Ja, jetzt ist halt das Problem, dass ich mir nicht gemerkt habe, was das für eins war. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein positives ist, also ein Münzblock oder so. Entweder verliere ich einen Stern oder halt Münzen, aber Münzen verlieren wäre auch nicht so toll. Hier verliere ich zwar auch Münzen, aber weniger als beim Luigi-Feld. Oder auch gar keine, wenn es eine Fehlzündung gibt. Also ja, ich gehe nach oben. Trotzdem ein bisschen nervig, aber kann ich jetzt nichts machen. Okay. So, brav, Schnabel, brav. Daneben bitte. Ja, du Kackviech. Ja, ist okay. Passt schon. Ja, mir ist heiß. So, jetzt kriegt Luigi nämlich noch einen Stern. Ja. Aber ich werde dann gleich aufholen können mit meinen ganzen Würfen. Es hat auch niemand. Ja, Würfe halt noch höher, oder? Der kriegt gleich noch einen Stern. Ist so. Weil der darf jetzt noch 21 Felder ziehen. Und es ist fast egal, wo der Stern auftaucht. Der kommt einfach immer hin. Also, ja, nicht geil. Es gibt schon ein paar Felder, wo es nicht geht. Aber zu den meisten kommt er hin und er hat noch genügend Geld. Das kriegt noch einen Stern. Safe. Ja, reicht. Easy. Ich hasse es. Jetzt führt er einfach um 2 Sterne. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich habe jetzt zum Ausgleich Goldröhren. Ich muss es halt mühsam mit Goldröhren machen, weißt du, ne? Er würfelt einfach sau hoch und kann über das ganze Brett einfach einmal ziehen. Und er kriegt halt auch ständig immer Münzen auf Ereignisfeldern oder sowas. Aber jetzt hat er mal wenige. Und jetzt kann er auch gleich beim Shop nichts mehr kaufen. Nichts Sinnvolles mehr zu machen. Das ist gut. Das Einzige, was man sich, glaube ich, mit 2 Münzen kaufen kann, ist einmal dieser langsam Würfel da, der nur von 1 bis 5 geht, und der Teleblock, der einen irgendwo hin teleportiert. Ansonsten gibt es keine Items, die weniger kosten. Genau, lässt er auch, okay. Und er will sogar seine letzten Münzen auch noch verlieren. Rechts wäre doch zum Trick, Kumpelfeld gekommen. Aber die KI funktioniert halt, glaube ich, so, dass die Computer immer in die Richtung gehen, wo der Stern ist. Glaube ich. Und ja, deswegen, die ist eben nicht so schlau. Das ist umso verwunderlicher, dass trotzdem Luigi so abgeht. Ah ne, okay, hier nicht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber warum, frage ich mich jetzt? Vielleicht wäre er oben auf dem einen Ereignisfeld gelandet, wo er wieder zum Start gekommen wäre. Und das wäre dann im Endeffekt schlechter quasi. Ich weiß mir nicht sicher. Egal. So, ja, puste mir das Spiel. Ich meine, das Mikrofon funktioniert hier ziemlich gut bei Mario Party DS, das ist gut. Ja, also, da habe ich schon Chancen, das zu gewinnen. So viel dazu. Ach komm, war Luigi. Hat er jetzt keinen Fehler gemacht? Und bei mir hat es einmal kurz geschwankt. Mann, ey. Ja,
Ist okay. Na, ist eigentlich nicht okay, weil ich brauche jetzt Münzen. Weil wenn ich meine Sternröhren einsetzen will, das geht halt nur, wenn ich viele Münzen habe. Ich bräuchte halt 60 Münzen, um meine Sternröhren sinnvoll einzusetzen. Doof. Naja. So, ich muss mir jetzt gleich überlegen, ob ich... Alle wollen verbrannt werden. ob ich die überhaupt einsetzen will. Weil jetzt ist es ja so, wenn ich einfach normal würfle, dann könnte ich auch hinkommen, bin halt noch ein bisschen weg leider. Irgendwie ist der Stern halt doof, weil direkt danach ja gleich zwei Bowserfelder kommen. Und das ist halt riskant jetzt mittlerweile. Ich wäre halt dann wieder vorm Itemladen, aber das bringt mir aktuell eh nicht viel, zum Itemladen zu kommen, weil ich muss mir jetzt ja Geld eh erstmal aufheben für die Sterne. Ich würde aber wieder ein Trickfeld bekommen. Das kriegt man ja hier am Anfang gratis. Ja, komm, mach mal. Okay. So, jetzt gleich bitte keine 1 oder 2, liebes Spiel. Erstmal Stern. Dankeschön. Und ich bin fast an Luigi wieder dran. So, den dürfte Wario bekommen, aber das ist in Ordnung. Wario ist ja keine Gefahr. Und Wario und Wario sind eigentlich keine Gefahr für mich, ja. So, komm bitte. Okay, gut, danke. So, ein Stern gefällt, das ist gut. Ja, scheiße. Ich meine, aber das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, Itemladen bringt mir aktuell eh nicht so viel. Und mit dem Sterntrickfeld könnte ich eben eins von den roten Feldern hier benutzen, auf denen man ja oft landet. Oder ich könnte eins von Luigi wegmachen oder so. Das würde auch gehen. Ja, das ist gar nicht so schlecht dann. Okay, passt. Und ich meine, notfalls, wenn ich hier nicht sein will, kann ich ja auch eine Goldröhre benutzen. Münzen wären sogar auch cool, aber Stern wäre natürlich auch nicht schlecht. Okay, Münzen sind's, ja. Münzen ist sogar ziemlich gut, tatsächlich. Okay, nice. Kann ich auch wieder 40 oder sowas mitnehmen? Nee, ein bisschen weniger. Okay, ja. Ich glaube, wenn man auf einem Münzblockfeld landet, also durch ein Trickfeld, wenn man da drauf landet, ich glaube, da durfte ich 10 Sekunden lang mashen und hier jetzt eben 5 Sekunden. Deswegen habe ich auch hier ungefähr die Hälfte mitgenommen von der Anzahl, die ich bei dem Großen bekommen habe. Aber ja, jetzt habe ich wieder einige Münzen und ich kann meine anderen beiden Goldröhren auch sinnvoll einsetzen. Das ist nice. Oh yeah. Okay. So, jetzt habe ich das Blatt wieder so ein bisschen wenden können, obwohl Luigi ja auch gerade eben einfach so wieder 2 Sterne bekommen hat, aus dem Nix. Aber trotzdem, jetzt sieht es wieder ganz gut aus für mich. So oder so, es bleibt spannend. Also, Wario und Waluigi sind, glaube ich, draußen. Also, außer die machen halt ein Duell mit mir oder Luigi. Wo es dann... Okay, jetzt kriegt wieder jeder viele Münzen. Wo es dann um 2 Sterne geht, die im Pot sind. Die, also, oder die 4 Sterne, die im Pot sind, wo jeder 2 Sterne setzen muss, so meine ich. Dann hätten sie noch Chancen ranzukommen. Anders glaube ich nicht mehr. Gut. Ich bin auch mit Luigi im Team. Jetzt muss ich dem viele Münzen geben. Aber egal, ich will selber auch viele Münzen haben. Okay, vor allem die roten. Man kann bei den Gegnern immer schon sehen, wo Münzen auftauchen werden. Das ist echt ganz cool. Ja, wir haben einen mehr. Aber haben sich auch die anderen gut angestellt. Okay. Also viele Münzen für jeden. Was mir eigentlich nicht so gefällt, ehrlich gesagt. Also, wäre mal halt lieber gewesen, wenn nur ich viele Münzen bekommen hätte. Na gut. Boah, 121 hat Waluigi jetzt, krass. Nein! Okay, auch nur Geld. Ja, Geld bringt Waluigi gar nichts aktuell. Also, das ist okay, kann er gerne haben. Wie weit bin ich weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ich könnte einfach normal würfeln und hoffen, dass ich einfach so hinkomme. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Genau, stimmt, Sterntrick. Ja genau, dann setze ich glaube ich keine Goldröhre ein und stattdessen eben Sterntrickfeld. Ja. Und ich platziere das. Ich meine, leider ist halt jetzt, gegen Ende werden die natürlich nicht mehr so gut, weil es halt weniger Runden noch gibt, die übrig sind, wo Leute drauf landen können. Aber trotzdem, diese roten Felder hier sind schon wirklich sehr, sehr gut. Definitiv. Mal das hier. Ja, das erste Blatt. Okay, passt. Sehr gut. Yay, ich krieg noch einen Stern. Ohne Goldröhre zu benutzen. Nice. Okay, jetzt sieht's doch wieder ganz okay aus für mich. So, ich führe wieder. Nach einer gewissen Zeit, wo Luigi immer vorne war. Sehr schön. Natürlich, Spiel. Natürlich. Das Spiel muss aber auch Luigi alles immer sonst wohin schieben. Das gibt's doch gar nicht.
Da bin ich mal einmal wieder für 5 Sekunden Erster und zack, direkt wieder Luigi in Führung. Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Oh yeah. So, und der ist wieder an derselben Stelle wie gerade eben. Interessant, dann kriegt ihr einen Wario. Okay, werden einfach voll viele Sterne hier verteilt in dieser Runde. Das ist nicht meins, nee, schade. Wird aufgefressen. Aber wenn Luigi wenig Münzen hat, ist mir das auch sehr recht, auf jeden Fall. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist echt eine verrückte Party hier. Also zwischendurch eben so bei Runde 15 sah es so aus, als würde ich... Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Als würde ich locker gewinnen und dann passiert einfach ständig so ein Mist! Das kann doch nicht sein! Jetzt hat er einfach wieder 2 Sterne in den Arsch geschoben bekommen. Ich kann es nicht anders sagen, es tut mir leid. Einfach so. Okay, ruhig bleiben. Nicht zu sehr aufregen. Ist ja immer noch alles drin für mich, aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Das war dieses blöde Glücksminispiel, aber ich bin wenigstens im Team. Das ist auf jeden Fall einfacher als Einzelspieler, würde ich sagen. Ja, scheiße. Achso, fuck, ich dachte, ich bin auch scheiße. Ich dachte, ich müsste nur A spammen. Das reicht einfach trotzdem null. Obwohl ich am Anfang die ersten 3 Sekunden nur A gespammt habe. Ist ja voll einfach, die können ja gar nichts, die extremen TPUs. Easy. Weil als Zugfahrer muss man schnell, ja natürlich, muss man schnell A mashen. Und, ah okay, jetzt B, A. Also mal anders. Hallo? Achso, nein! Ich hab B und Y abwechselnd gedrückt, nicht B und A. Ich bin so dumm. Mann. Okay, dann hat es noch ein bisschen eine extra Schwierigkeit für die Teamspieler, weil die halt... Sehr gut. Weil die halt erstmal gucken müssen, welche Tasten man abwechselnd drücken muss. Das habe ich gar nicht gecheckt. Aber es ist trotzdem als Team viel, viel einfacher. Da bleibe ich dabei. Also da ist der Einzelspieler hart im Nachteil. Das ist kein so tolles Minispiel. Also die Grundidee ist ganz witzig, aber die Umsetzung ist nicht gut. Deshalb bei 1 gegen 3 Minispielen sehr wichtig, finde ich, dass beide Teams eine faire Chance haben zu gewinnen. Und wenn ein Team mega stark im Vorteil ist, was hier der Fall ist, dann ist das Minispiel halt nicht so toll, finde ich. Weil das ist wirklich grundsätzlich wichtig für 1 vs. 3 Minispiele, dass die fair sind, finde ich. Okay. Aber wenn er 1 mehr gewürfelt hätte, wäre er auf meinem gelandet. Warum kann denn keiner auf meinem Sterntrickfeld landen? Das gibt's doch gar nicht. Aber jetzt ist da fast jeder in der Nähe. Okay, so, ich könnte die Sternröhre einsetzen, um 2 Felder hinter mich zu kommen. Ich meine, ich komme durch normales Würfeln nicht hin. Der ist jetzt zu weit weg. Das sind 12 oder 13 Felder oder so. Sonst würde ihn halt Wario bekommen. Luigi kann ihn noch nicht bekommen, zum Glück. Ich meine, so sehr stört es mich eigentlich gar nicht, wenn den Wario bekommt, ehrlich gesagt. In der nächsten Runde sind ja auch die letzten 5 Runden, die anbrechen. Vielleicht ist es da dann auch so, dass der Effekt kommt, wo Sterne nur 5 Münzen kosten. Und dann könnte ich mir da ein bisschen Geld sparen. Ich mach sogar noch nicht in der nächsten Runde erst. Okay, ist glaube ich besser. Okay, rotes Feld, aber immerhin kein Trickfeld. 3 Münzen zu verlieren ist nicht so schlimm, passt. Okay. Ja, vor allem die letzten 5 Runden werden nochmal sehr, sehr heikel. Die werden richtig heikel. Ich hab schon Angst davor. Sehr gut. Mach dein eigenes weg, du Vollidiot. Waren zwar eh nur Münzen, aber trotzdem. So, Wario, jetzt hol dir den Stern und lande auf meinem Trickfeld bitte eine 4, freust du dafür. Ja, du Arsch. Und mein anderes ist auch nicht drauf gelandet. Mann, ey. Oder? Nee, ist auch nicht. Nee. Aber Waluigi hat noch beide vor sich. Der könnte ja auch auf einem von beiden landen. Das wäre cool. Der ist vor Luigi. Okay, den werde ich... Genau, das ist nämlich sehr gut. Jetzt im nächsten Zug kann ich nämlich den Luigi wegschnappen. Und dann bin ich vor Luigi und kann ihm auch weitere Sterne noch eventuell wegschnappen. Das ist sehr, sehr gut. Okay. So. Ich gegen die anderen, okay? Letztes Minispiel vor den letzten 5 Runden, wo nochmal sich alles verändern kann. Alter, das ist einfach das dritte Mal, dass in der Party Grillgut-Krax davor kommt. What the fuck, Mann? Das ist echt doof hier an Mario Party. Das macht zum Beispiel Mario Party Superstars wirklich gut, weil da ist ja so, dass dieselben Minispiele nicht in einer Party vorkommen. Oder sogar nicht mal am selben Tag, wenn man mit mehreren Leuten verschiedene Partys macht. Da kommen immer andere. Das ist richtig cool. Und das ist hier echt schlecht, weil die kommen anscheinend wirklich komplett zufällig. Egal, ob die schon mal kamen oder nicht, die Minispiele. Und das ist halt irgendwie doof, wenn eins so oft kommt. Ja.
Also da finde ich es besser, wenn da das nicht komplett random wäre, sondern geschaut werden würde, welche Minispiele, komm schon, nice, welche Minispiele schon drankamen und dass dann die halt gar nicht mehr drankommen oder zumindest eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie drankommen. Vielleicht ist es ja hier auch so und wir haben einfach jetzt Pech gehabt. Aber das ist schon sehr auffällig, wenn eines dreimal kommt. Und manche andere Minispiele kamen halt noch gar nicht. Aber na gut. So, dann würde ich jetzt erstmal sagen, bei den finalen 5, dass das hier war für diesen Part von Let's Play Mario Party DS. Beim nächsten Mal kommt dann der allerletzte Part hier von diesem Let's Play und auch der letzte Part hier von dieser Party eben mit den letzten 5 Runden, wo Bowser nochmal irgendwas Verrücktes machen wird. Und Luigi führt aktuell um 2 Sterne, aber ich habe ja auch 2 Sternröhren. Aber ich kann damit halt nur ausgleichen, ne? Müssen wir bedenken. Also, es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend und ich bin sehr gespannt, wer dieses Gigantenduell zwischen mir und Luigi gewinnen wird. Vielleicht hat auch war Luigi am Ende. Ich glaube nicht. Bin so oder so sehr gespannt, wie es beim nächsten Mal ausgeht. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.